Derp, 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 derp. Wie sieht's denn hier aus mit dem Badezimmer? So, okay, weg damit, weg damit, weg damit, weg damit. Jetzt noch kein Badezimmer. Ja, jetzt chill doch mal. Die Türen kommen aus, weil ihr kriegt noch neue Türen. Ich gönne euch hier richtig. So, wir brauchen Fliesen. So, Wände. Nein, ich will erstmal zurück. Fußböden. So, gibt es hier richtig schönen. Warum gibt es hier nur diese langer Teppich? Genau, ich lege euch einen Teppich ins Badezimmer. Was haltet ihr denn davon, ne? Teppich, Laminat, Bodenfliesen. Bodenfliesen, da können wir ein bisschen eingrenzen. So, da gibt es jetzt für den Boden, kaufe viele, so ein ganz klassisch einfach. Einfach so ein Kackweiß, ganz, ganz klassisch. Das sieht auch jetzt schon viel besser aus, ne? Und jetzt noch Wandfliesen, ne? Fußboden, das Haus, Wände. Farben Wandfliesen. Was haben wir denn hier? Irgendwas, vielleicht so gemustertes oder sowas? Nicht zu krass. Keramikfliesen mit Schachbrett. Ich weiß nicht. Ich versuche mal, die kaufe viele, ne? Die kann ich nicht so anbringen. Das ist ja bescheuert. Aha, so, wie funktioniert das jetzt? Um aufzuheben? Jetzt habe ich einen ganzen Kasten. Wie fließe ich denn jetzt? Fliesen und Laminatböden verlegen ist noch nicht verfügbar. Ernsthaft? Okay. Krieg ich $3 zurück. Das ist natürlich nice. Erstmal Fenster putzen. So. Nummer 1, ne? Und hier auch noch dreckig. Das ärgert mich jetzt. Hat mir auch Geld gekostet, ohne Ende, ne? So, dann müssen wir jetzt erstmal hier eine Heizung einbauen. So. Gibt es halt ein grünes Bad, ne? Heizung. So. Jetzt kaufen. Und hier. Mem. Mem. Weil ja, Bodenfliesen kann ich verlegen, aber Wandfliesen kann ich nicht machen, ne? So, dann eine Dusche. Dusche. Dusche Omni. Ah ja, jetzt kaufen, ne? Okay, passt hier nicht rein. Die Heizung ist im Weg. Ist jetzt aber Kacke. Warum stehen die Heizung so weit am Fenster? Okay, was haben wir noch? Gehen wir hier zurück, zurück. Badezimmer. Badezimmer. So. Einbaudusche nehmen? Ja, die geht, ne? So, dann müssen wir jetzt was mehr machen. Ich glaube, hier müssen wir drehen. Aha. Aha. Knüppel rein, Schräubchen festdrehen, Deckel drauf. So, da hinten ist der Kackwasseranschluss. Was muss ich machen? Hilfe. Ah ja. Ist angeschlossen. Dann der ist da drauf. Mem. Mem. Uni Armaturo ruf mit. Einmal fest. Zweimal fest. Gott, das ist aufwendig. Aha. Da ein Stäubchen fest. Da ein Stäubchen fest. Warum gibt es hier keine Bauanleitung dazu? So. Stäubchen fest. Benöbelgriff drauf. Da wieder noch ein Stäubchen. Da noch ein Stäubchen. Ich baue nie wieder eine Dusche ein, Jungs. Also steht's? Ich habe keine Ahnung. Ich drücke einfach mal. Aha. So. Deckel drauf. Da nochmal verstauben. Da müssen wir es doch jetzt eigentlich geschafft haben, ne? Ah, da ist noch einer. Deckel drauf. Schraube rein. Schraube rein. So, wann jetzt?
Passt doch alles, oder? Ah ja, da unten noch ein Deckel drauf. Ja, astrein, haben wir hier eine schöne Dusche. Die Fliesen sind ja kackhässlich, ne? Du kannst deine Waschmaschine kaufen und montieren. So, hier kommt ja jetzt erstmal noch ein fettes Scheißhaus rein. So, X. Was haben wir hier für schöne Scheißhäuser, ne? E. Hier, kompaktes WC. E in weiß. Da kann ich sie ja nicht befestigen. Du musst den richtigen Platz finden, um dies zu montieren. Hallo? Achso, das Scheißhaus kommt da. Bumm. 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 Aha. Da kommen Waschbecken hin. Ich habe mir schon gedacht, ich hab das. Achso, nee, das ist mein Geld. Ich dachte gerade, das hat 3000 Euro gekostet, das Scheißhaus. Ja, hier, die nächsten kriegen so ein ideal Standardbecken, ne? Hier, guck mal, da gibt es jetzt auch hier nur so ein Einbau-Ding für 30 Ocken. Aha. Ich greife auch mal ins Waschbecken rein. So. Einmal Banane. Zweimal. Drin mit. Festdrehen. Jo, oben muss ja auch noch rein. Ah, oben muss ich nicht festdrehen, oder was? So, der ist da drauf. Der ist da drauf. Ey, da muss ja wieder so ganze Scheiße da unten dran. Das Wasser kann einfach auf den Boden laufen, oder? So, hier noch festmachen. Ich glaube, das war's. Die Waschbecken installiert. Ast rein, ne? Und dann jetzt, komm, stell mal hier noch eine Waschmaschine rein, ne? Wir gönnen uns jetzt so richtig hardcore hier eine Waschmaschine für 200 Minuten. Okay, das ist ja echt hier wie ein Real Life. Erstmal hier den Wackel-Schlagschutz oder wie das heißt entfernen. So, besser. Okay, das war das erste und das letzte Mal, dass ich eine Waschmaschine in einem Haus hier vorinstalliere. Wieso haben wir das abgeschraubt? Das hätte schon einfach so rausschrauben können. Da kommt schon an die Schrauben dran, das ist Sinn der Sache, Junge. Ja, nu? Ah ja. Möbel festmachen. Müssen wir jetzt sicher hier so erst rein, ne? Steht hier eine Waschmaschine im Scheißhaus. So, Türen gibt's noch, da steht noch ein Bett rein und dann war's das, ne? So, was haben wir denn hier? Türen und Fenster, ne? Saunaglastür. Innentür, wer du weißt, das gibt's hier jetzt. Einfach easy going, ne? So, hier. Ast rein, Tür 1. Und jetzt kaufen. Erst rein, Tür 2. Ich hab also das Gefühl, Tür 2 sitzt ein bisschen weit vorn. Ja, hier, warte mal, Tür 2 muss ich noch mal ein bisschen. Noch mal ein bisschen bewegen. Kann ich die irgendwie noch mal bewegen? Muss ich die einfach verkaufen? Ich glaube, ich habe nur 60 Dollar für die Tür gekriegt. Schon besser. So, wie richte ich denn das hier ein? Ja, die Heizung, da soll man ja ein Bett hinstellen. Was ist denn das für ein kleines Kackhaus, ne? So, dann Wände, Fußboden, Lampen, Badezimmer, Schmuck, Küche, elektrischer Ausstattung, Möbel. So hier. Irgendein Bett, so ein ganz kleines. Eine Bettcouch, gibt es eine Bettcouch? Oder ein Stockbett. Stockbett, das wär's doch. Kinderbett. Bettgrille. Ich weiß nicht. Doppelbett? Doppelbett Dora. Wir kriegen jetzt ein Doppelbett Dora rein. Auch wenn es eigentlich absolut viel too much ist.
So. Hier kommt noch ein kleiner Schreibtisch hin. Nee, warte mal, warte mal. Da kommt Fernsehen. So, Möbel. Irgendwie so Lowboard, Kaffeetisch, nee. TV-Stank, Anna, nein, die Anna ist hässlich. Das vielleicht? Jetzt kaufen. Oh, ich glaube, Tisch zu groß. Ja, das ist definitiv zu groß. Ein kleiner TV-Schrank. Ich weiß, ich halte mich hier gerade voll an so einem 30.000 Euro Haus auf. Ist für euch bestimmt mega langweilig, aber ich finde das irgendwie mega cool. So, wie gehe ich dann erst bei den großen Häusern ab? Eieiei. Also wenn euch das hier ein bisschen zu langsam ist, zu langweilig ist, dann sagt gerne Bescheid. Dann kann man da natürlich sicher nochmal drüber reden. So, ach, da waren noch Unterkategorien, das hätte ich mal sehen sollen. Wasserkocher. Ja, wie haben die automatisch hier kein Heißwasser oder wie? Ja, ne? Induktionsherd. Gasherd. Hängender Fernseher. Kaufen viele. Ja, jetzt gehen wir jetzt mehr drum, wegen Arsch. So, soll ich jetzt hier noch ein Sofa hinstellen oder eher einen Tisch? Ich weiß es nicht so genau. Schwierig. So, das ist doch supi. Kann ich ja draußen jetzt noch einen Rasen mähen? Und warum wird es hier denn dunkel? Wieso kann ich den Rasen noch nicht mähen? Das ärgert mich. Ich muss mal kurz gucken, hier die Zeiteinstellung. Einstellungen, ne? Ich habe hier noch mal irgendwo Spielzeit. Ja, machen wir mal aus. Ich will immer Tag. Fortsetzen. So, da ist noch ein dreckiges Fenster. Das müssen wir erstmal noch reinigen. Das kostet nämlich sonst. So, und jetzt verscherbeln wir das Haus aber, bevor ich mich hier zu arg verkünstel. So, hier ist alles sauber. Das ist doch supi. Astreines Haus, ne? So, Haus verkaufen, ne? Zeig dein Haus zur Versteigerung. So. Minuten naja, an dem Haus gebraucht, das seht ihr. Naja, doch, ihr seht es ja hier. So, die Höhe deines aktuellen Budgets. Mhm. Also, ich habe 29.000 für die Schüssel bezahlt zur Auktion. So. Alright, das hat sich schon mega gelohnt. Wir haben jetzt einfach schon fast 40.000. 45? Ja, leck mich fett, wie sich das lohnt. Was habe ich denn? Kauf von Möbel 3.000, Verkauf von Möbel. Ich habe es für 45 Ocken verkauft. Ja, nice. Was habe ich jetzt reingesteckt? Ich habe 30.000 bezahlt, habe 0 Renovierungskosten, auch gut. Möbel haben ein bisschen Geld verschlungen. Hast 43.000 gemacht? Ja, ich habe das Angebot abgelehnt. Abbrechen. Angebot annehmen. So. Erstmal Auktion mit einem
Dann haben wir das, ja, Tablet. So, wir haben 46 Riesen Cash gemacht. Wohnen immer noch in so einer Bruchbude drin. So, verbanntes Haus, das kostet 30.000. So, ich würde sagen, wir gehen direkt ins nächste Haus. Das Haus macht, ein Haus machen, macht einfach viel mehr Bock wie diese scheiß kleinen Aufträge. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ist das das Haus? Oh mein Gott. Autsch. Kann ich das einfach hier so reinnehmen oder muss ich das? Ich muss das wahrscheinlich streichen. Kann ich das da oben wenigstens so rein? Ja, das geht schon mal. Okay, das wird schon mal direkt erstmal hier weggespült. So. Das macht schon mal einiges her. So. WLAN-Gartenspritze. So, also schon mal sauber. So einigermaßen, ne? Ich glaube, von außen muss man streichen, wenn das geht. Aber wir haben jetzt so gesehen, wie sich das lohnt. So, was haben wir denn hier? Erstmal Unkraut. Weg damit, weg damit. Ich glaube, ich weiß nicht. Ich kann immer noch nicht gärtnern. Nee, keine Ahnung, wieso. Die Frage ist, macht das Unkraut hier irgendwas ab? Ich denke mal, das macht schon was her, wenn das ganze Unkraut hier weg ist. Ich würde ja gerne einfach mit dem Rasenmäher hier durchgehen. Neuer Fertigkeitspunkt. Auch von der Oma. Erhöht die schnelles Pflanzen sichtbar. Ja und? Ich habe kein Feuer. Sichtbar, unsichtbar. Ich habe hier doch einen Trimmer. Ich möchte gerne jetzt den Trimmer auch mal benutzen können. Oder muss ich den erst kaufen? Kann ich den kaufen? Geh mal in den Shop. Garten, Pflanzen, ich denke, sonst ich denke. Ja, das wollte ich gerade machen. Rasen. Nee, ich kann mir kein Mäher kaufen. Okay, wenn ich hier irgendwas falsch mache, dann sagt mir das bitte. So, ich mache jetzt noch kurz das Unkraut hier weg. Dann muss ich diese Aufnahmesession hier eh erstmal kurz beenden wieder. Da wir jetzt noch Besuch bekommen. So. Wenn man im Hintergrund sicher hört, die Hunde kläffen schon ohne Ende, weil sie einfach dumm sind und nicht auf den Aushören. Gott, ist hier viel Unkraut. Oh, hier ist eine schöne kleine Terrasse, da kann man was draus machen, ne? Wenn ich jetzt noch Rasen mähen könnte, dann wäre ich glücklich. So. Grobes Unkraut ist erstmal weg. Gehen wir hier mal rein und stehen erstmal vor dem Schrank. Okay, da kümmern wir uns nachher drum. So.